Hallo, moin, liebe Leute. Jetzt kommt die kleine Ansage, denn jetzt kommt gleich tatsächlich das letzte Spiel der ganzen Sache mit den Sonderpreisen vom Malta Cup Germany Nummer 10. Dann habt ihr ja endlich alle Spiele gesehen und dann könnt ihr fleißig abstimmen. Der Link zur Abstimmung ist unter dem Stream, beziehungsweise unter dem Stream, unter dem Video natürlich. Und da könnt ihr auswählen zwischen für den besten unter 4K mit Amarok, Guarana und Padrone und besten unter 5K haben wir Pulsar, Panzerfahrer, Herold und Main. Das sind die Leute, die zur Auswahl stehen. Also, votet schön. Ihr könnt auch nur eine Frage beantworten. Das ist dieses Mal vollkommen okay. Ihr müsst nicht beide beantworten, wenn ihr vielleicht die Hälfte der Spiele nicht gesehen habt oder sowas. Ihr könnt euch aber aussuchen, wer da denn der Beste eurer Meinung nach ist oder diesen Sonderpreis einfach so bekommen soll. Dann, ja, votet fleißig und jetzt gibt's noch das letzte Spiel dafür, um sich dann noch ein Bild zu machen von Main. Aber gut, mal gucken. Wir haben jetzt hier ein Best of Three. Da fliegt niemand sofort raus, wenn er eine Map verliert. Wir sind auf Ancient System. Und oben rechts ist der. Ja, ich sage ihn, ich nenne ihn mal Underdog. Ich glaube, das ist in diesem Fall richtig für Berlin Esports Main. Links. Der das Turnier gewinnen wird, sage ich jetzt einfach mal so ganz dreist. Es ist von Sport. Zackersch. Zackboy. Zackboy? Zackboy. Sehr. Ein Mann weniger Worte, muss man sagen. Ja. Das ist Spielt richtig. Terran Offray sehr viel. Das weiß ich von ihm. Und meine Bills, aus irgendeinem Ja. Grund. Terran Offrace hat er ja auch gegen Dings hier, gegen Fuyumi gespielt in der Team League einmal, aber Spiel haben wir ein TVZ statt ein PvP, ja, let's go. Sympathisch. PvP ist ja auch sehr clownlastig, würde ich einfach mal sagen. Ja, oft. Wir sehen auch bei Sehr öfter. Marek, Marek sage ich schon, aber wir sehen bei Main auch den Marek, so rum muss es natürlich sein. Beide starten mit Ma, es ist nicht so weit weg. Naja. Und beide spielen interessanterweise Proxy Robo. Aber auch sehr weit draußen, ne? Das ist schon. Oder ein Stargate vielleicht? Nee, komm schon. Achso, Cybercore ist noch nicht fertig. Aber ist der Cybercore noch nicht fertig, der sollte fertig sein. Ja, der Worker hat den Spot geblockt und deswegen hat er erst das Gateway hinten gebaut. Robo. Das ist ein Robo, ja. Robo, ganz gut. Bin mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, weil es ein sehr starkes Opening ist. Wenn es nicht gescoutet wird, kann es ja eigentlich nicht besser laufen für Main. Oh, Sonst und wird auch nicht Zagreus gescoutet. Pattern ist genau dran vorbei, ne? Er wird es so nicht sehen. Ich will mir immer die Regel setzen, wenn man gegen Proxy scoutet, scoutet immer den High Ground. Ja, das Weil, würde ich auch guck mal, empfehlen. der ein klickt da weiter nach rechts, ne? Der tut dir nicht weh. Ne, einfach Und hier dann weißt oben du genau, was drauf da oben nicht steht. und das läuft. Da Aber kommt einer, immer so ein Probe. Ah ne, der ist ein Stalker. Stalker geht. Den Ne, auch Stalker geht vorbei. auch dran vorbei, oder? Ne, er geht Ach ne, hoch. er ist da oben gegangen. Ja, das ist sehr bitter hier. Schnell noch zweiten Pylon setzen, aber kein Gateway dabei ist natürlich auch nicht so geil. Der zweite Probe Stalker kommt auch mit kann direkt dazu. angreifen. Props sind für mich die lustigsten Worker. Ich weiß nicht warum. Aber die wirken richtig gefährlich. Ist Die das greifen so? immer mit an, die regenerieren unglaublich schnell ihre HP, besonders die Schilde. Oh, jetzt muss er aufpassen. Da ist zu viel Greed. Oh! Auch schön, ein Zagerschuss, Micro. Eieiei! Da kommt aber der große Bruder. Ich glaube, wäre Meng jetzt mit den Stalkern noch mal ein bisschen nach links rausgegangen. Er hat ja sowieso die High Ground Vision durch die Gebäude. Der zweite Pylon ist da. Und bevor der Immortal rauskommt, verliert er, glaube ich, nicht beide Pylons. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Und er kann auf jeden Fall denn mit dem Immortal und dann zwei zusätzlichen Stalkern hat er jetzt eine ganz andere Situation. Nicht, dass er dadurch jetzt gewinnt, aber der Kampf da oben wäre auf jeden Fall schon mal besser gewesen für ihn. Und jetzt ist er natürlich. Jetzt wird es schwierig. Das ist halt schon sehr, sehr viel Ego-Zerquatsch. Und geht einfach blind die Rampe hoch. Er hat einfach richtig mutig, auch gegen den Immortal einfach so zu spielen. Vor Er allem, will wenn man ja gerade ein einfach. bisschen zu viel selbst davon hat. Ich glaube, es hätte richtig nach hinten losgehen können. Ja, aber Wäre geht da jetzt der scheinbar Chrono auf nicht. dem Immortal gewesen. Eieiei. Model poppt auf jeden Fall. Prism hat auch überlebt. Oh, wird auch schön geschiftet. Immortal Shots kann man nicht dodgen. Das ist der Instant der Damage. GG. GG.
Ja. Einfach mal hochlaufen. Kann man machen. DT. DT ist es. Also, ich glaube. Meinst du? Muss halt, ja, der richtig offensichtlich dieser Gamble. Aber mach es. Okay, ich weiß natürlich nicht, welche Maps offen sind. Grassband ist es noch. Guck mal an, die Ops im PvP. Werden jemals Kolosse gebaut? Nee. Also, das glaube ich auch nicht. Kolosse. Also. Ah, mit 10 Range werden sie gebaut. Ich glaube nicht mal dann. Also, ja, ich glaube auch nicht. Der Damage ist einfach zu gering. Genau, also. Wann willst du im PvP kannst du Kolosse bauen, wenn du 4 Kolosse hast und dein Gegner baut Charge Slot oder so, damit du die vielleicht clearen kannst. Dafür, wenn du viele Kolosse hast, dann bringt das was. Aber sonst sind die, glaube ich, echt useless. Ja, aber selbst da wären ja Arken wahrscheinlich. Genau. Sie sind dann immer noch nicht die ideale Wahl, aber sie wären eine Wahl. Sagen wir es mal so. Noch was für die, dann können wir noch starten. Yes. Okay, dann schauen wir mal. Zagisch hier auf dem Weg vielleicht ins Finale gegen No Mercy. Vielleicht. Vielleicht. Dann, böse Zungen würden sagen, hat schon sehr gute Chance. Ja. Ja, aber ich spiele Zerg? Ja, Zerg. Ist das erlaubt? Zerg. Weiß ich nicht. Ich glaube, Main hätte gesagt, das ist Quatsch. Und. Ja, ich weiß gar nicht, ob es Main gerade aufgefallen ist. Das war auch so ein Ding. Er schickt eine Probe runter. Wait, er will direkt irgendwas machen. Was ist da los? Ja, nein, er hat angesprochen. Okay, er weiß davon. Okay. Nee, das ist alles richtig. Ja, er wollte auch unten. Okay. Da sind wir unten rechts. Da haben wir den Spieler. 1-0 ist er hinten und er ist schon unterwegs. Das ist Main von Berlin Esports. Und für Sport. Gerade gewonnen, jetzt in Blau. Man nennt ihn jetzt Zerg Rush. Sein Name gerade geändert. Ganz spontan. Enttäuscht mich, dass er nicht Terran gepickt hat. Er hat hier einen Terran Caster, und dann pickt er nicht Terran. Sehr, sehr traurig. So, er hätte einen Polos Caster gehabt. Terran Caster, perfekt. Perfekt wäre es gewesen, ja. Ach, den mag ich so. Mag diese Klasse nicht. Open den ganz Standard von Zerg Rush. Er ist in der Pool, auch den richtigen Drohnen. Denkst du dann, dass also Main mit seinen hohen 4er, vielleicht 5er MMR? Nein. Hat keine Chance? Zerg Rush ist hoch mit Off-Race 5-1 oder so, also sein Off-Race ist ziemlich stark. Okay. Ich glaube, also das Ding ist, wie du ihn wahrscheinlich noch am ehesten retten kannst, ist so ein ganz weird All-In, wo du wirklich sehr spezifisch darauf reagieren musst. Aber ich glaube nicht, dass Main sowas hat. So die Tiers würden jetzt auch nicht funktionieren? Nee, also die Tiers auf gar keinen Fall. Dafür ist die Response viel zu einfach. Aber es gibt diesen komischen Zealot ohne Charge mit einem Immortal All-In. Oh ja. Ich glaube, das wäre ein Ding. Das ist so weird und da musst du so komisch darauf reagieren. Ich glaube, das ist sowas, was du machen kannst. Den kenne ich, den habe ich mir von Zagash mal abgeguckt. Oder straight into Skytos. Ach, stimmt, Zagash, das war was Zagash kennt. Gegen Hayden, ja, der ist gespielt. Da habe ich gedacht, oh, wenn das auf dem Niveau klappt, gegen so einen Spieler, dann mache ich das auf meiner Ebene auch. Und das funktioniert auch schon nicht schlecht. Ich glaube, eine andere Option wäre Skytos Turtle. Weil Late Game, glaube ich, würde da keine Erfahrung haben. Ne, oder ja. So Doppel Carrier Opening gibt es ja, glaube ich, auch irgendwie. Und dann nimmt man erst die dritte. Irgendwie sowas. Ich glaube, das Doppel-Carrier-Ding wäre eine gute Idee. Obwohl, dann kann er nur. Also, ich weiß nicht, ob du letzte Woche diesen Battle Beast Cup da geguckt hast. Da war auch, glaube ich, Main und Holy Hit haben so ein bisschen Quatsch gelabert, auch über Protoss und so. Und da haben die auch viel über sowas wie zwei Stargate und so, oder zwei Carrier-Opening geredet. Naja, es ist ein Opening. Relativ gutes Opening auch. Oh, die Linge in den. Don raus, Props raus. Ja, mit ein paar Props raus und eventuell den Adepten. 67 Adepten. Eieiei. Hast du schon weh? Ah, komm, einfach der Linkblatt. Na gut, na dann hat er es ehrlich mit reagieren.
Oh, er bot ihn außen rum, weil der Depp nicht richtig stand. Schön. Er war schön rausgeschadet immerhin. Das finde ich, by the way, sehr impressive, Micro. Das kann ich irgendwie als Produkt nicht. Wahrscheinlich ja für Übungssache, aber das finde ich sehr schönes Micro. Er muss jetzt unten auch zubauen. Wenn das Gateway down geht, kommt er ja durch. Warum ist oben die... Oh, er muss unten den Pylon bauen. Oh, oder unten Gateway, ja. Was ist das? Suya? Hoffentlich. Das Suya. Aber er muss halt dahinter wollen. Das kann er, glaube ich, nicht. Genau. Der Walltray. Der Pylon. Richtige Wahl oben. Ai, da rein. Aber Zagash rückt nicht durch. Zagash rückt einfach nicht durch. Er spielt, der durchrückt und rückt nicht durch. Oh ja, aber die Linge werden halt auch so viel Schaden machen, ne? Die sind halt richtig. Immer in Mining Time hinein. Hinter wie immer, ich hab zu spielen. Okay. Ja, ist gehalten. Okay, okay. Pein abbrechen! Oh, sehr schön. Geld abbrechen. Geld abbrechen. Du brauchst Geld. Nein, ich da wohl. Okay, er sortiert erstmal wieder Arbeiter in die Mainbase rüber und geht mir den Void Race auf die andere Seite. Dritte nehmen. Dritte nehmen. Du hast gerade noch Leben, du hast gerade was defended. Ah. Das war Main Chance. Das war Main Chance, jetzt richtig stark zu sein. Okay, da kommt Doppelstar, gell? Vielleicht geht er wirklich für dieses Carrier-Gedönse. Aber ist das denn jetzt noch eine Sache, die funktionieren würde, deiner Meinung nach? Oder funktionieren ich kann? Ich hab keine Ahnung. Ich kenne diese Offene nicht mal, aber ich habe davon schon aufgehört. Okay. Doppel-Carrier ist ein Ding. Ich glaube, Doppel- oder Triple-Star-Gate-Phoenix. Ich weiß gar nicht, ob es zwei oder drei sind. Kann man auch spielen. Aber ich glaube, ja. Es ist delayed ja alles so ein bisschen, aber man sorgt ja auch alles ein bisschen late. Also, sollte okay sein. Allgemein ein Fan davon, weil Skytos zu gehen gegen Off-Ray-Spieler, glaube ich, sehr smart ist. Oh, kein Spawn im Main. Und die Queen stirbt. Das ist kein Chris Hughes. Die zweite Queen wird dann auch noch sterben, wenn er will. Nee, wird er nicht. Dann wird es zu eng. Auch kein Halt-Damage. Die anderen Queens kommen auch noch. Ein bisschen Halt-Damage. Ja, ein bisschen viel Halt-Damage. Okay, dritte Base in der Zwischenzeit gebaut. Die ist halbfertig. Steht auch schon der Pine daneben, eine Battery wäre gut, aber Zagash baut einfach noch mehr Worker. 8 Stück waren gerade im Bau. Jetzt kommt das Fleet Beacon. Der Fleet Beacon. Flottensignalgeber für Main. Ja, stimmt. Der Beacon. Der Fleet Beacon. Weird. Plus 1 auch auf dem Weg. Ja, sehr gut. Ja, einfach richtig eklig. Richtig widerlich. 10.000 Cannons wird er dahin. Das will ich sehen. Eine Map soll er sich schon hier holen. Er soll schon nicht komplett untergehen. Ich bin gespannt. Oracle profitieren, glaube ich, nicht. Das frage ich so oft. Ich meine, die profitieren nicht vom Upgrade, weil es Damage ist. Und die Base kann er auch nochmal abbrechen hier? Oh, weiß gar nicht. Oh, doch, kann er wirklich. Oracle ist pretty good. Pretty good. Läuft, auch ein bisschen Delay reingebracht, sehr schön. Ah, ja. Erster Carrier ist im Bau, zwei Carrier sind im Bau, Chroma Boost ist drauf, läuft. Natürlich ein bisschen scary, weil er keinen Disruptor hat gegen Queen Walk. Aber er hat eine Queen rausgenommen, also weiß er, minus eine Queen immerhin. Ist ein Anfang. Zack, zack. Wir werden rausgenommen. Carrier noch nicht gesehen, sieht auch tatsächlich kein Gas, spricht tatsächlich nicht für Skytos. Können also falsche Informationen sein. Wir sehen auch ein Banding Nest jetzt bei Zagash. Das ist natürlich für Run by Zenman gut ist, aber gegen Carrier jetzt nicht unbedingt so geil. Und Roaches auch dahinter. Nicht. Okay, geht also Ground Toss dahinter, also Fake sozusagen. Aber warum geht er dann plus 1 zu R? Das gefällt mir da nicht. Und er hat die Gase nicht genommen zu faken, dass er Skytos geht. Fällt der Carrier Skin. Sehr gut aus. Auch in Rot. Lecker. So, jetzt kommen die Linge rein. Da werden die Carrier auch revealed. Jetzt gibt es wahrscheinlich Sportcrawler direkt. Spire gibt es auf jeden Fall direkt. Ja, aber jetzt muss er auch los. Mehr Queens werden gecued. Auch gute Idee. Jetzt geht's rüber. Aber ich glaube, kann er nicht allzu viel machen. Das Army Supply ist halt auch 66 gegen 33, ne? Das ist schon
Schon eine Ecke. Normal. So viel Matchup. Unterschied? Wow. Also Cirque auf jeden Fall ein bisschen mehr, klar. Ja, logisch. Aber so viel, ja, stimmt. Oh, die Stasis in... mit einem Link ausgelöst. Die Beils treffen Gott, einiges. Oh, jetzt nimmt die Queens raus. Das ist, das tut weh. Wie viel Schaden diese Carrier machen. Oh mein Gott, die Beils. Also die Beils machen aber auch ordentlich Schaden hier. Ja, die dürfen nicht connecten, ne? Wenn er jetzt zwei Full HP Carrier hätte, wäre sehr gut. Die Roaches gehen einfach rüber. Auch zu wenig Cannons. Ich hab gesagt, ja. 10.000 Cannons sein. Geht auch nicht zurück in seine Battery so richtig. Jetzt ist er drin. Aber so viele Roaches, dass gewonnen werden kann, dementsprechend egal. Und damit das Main aber jetzt hier zurückfliegen muss, ist schon... Ja. Aber da kommen jetzt gleich 13 Corruptor und dann das Problem. Ja, nur. So ist es. Link ist da. Carry natürlich ultra nervig. Ja, wie du selber sagst, nur noch ganz kurz. Dann ist ja vorbei. Naja, die vierte Base nebenbei genommen immerhin. Zeige ich die fünfte. Okay, jetzt kommt noch Robo und noch der Robo. Kommt Immortal und noch Robo. Plus zwei für er. Ah, wofür? Vielleicht wird er muss so, auch das mehr Units Double bauen. Carrying gespielt. Der Station Pit kommt. Kann mich die Männer mit die Rocks auch. Okay. Das finde ich mega interessant, weil es ja einfach den Zerg mehr Angriffspunkte gibt jetzt. Ja. Also, okay. Weiß ich auch nicht so vielleicht genau. Vielleicht eine Idee, vielleicht um schneller gleich zu pushen. Aber ich glaube nicht, dass das so worth ist. Er will auf jeden Fall jetzt pushen, aber jetzt steht der Push oben. Von Zagresh. Und da sind so viele Banes auch dabei. Haben aber kein Plus 2. Also alles gut. Ah doch, die haben Plus 2. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt fangen sie auch an zu rollen. Und sie rollen aber den Worken hinterher. Auf der anderen Seite haben wir die Brothers Armee, die jetzt versucht dann noch was zu machen. Die Banes gehen unten in die Minoline, da sind alle Worker weg. Ja, jetzt kommen die Corruptor. Und dann ist es wahrscheinlich das Ende, weil der Carrier überlebt nicht. 100 gegen 30 Army Supply. Ja, Main Warp nochmal rein. Aber das wird schwierig. Ja, hätte auch die Corruptor noch, finde ich sehr gut, weil falls da nochmal Carrier kommt oder so, ich einfach wegzuwerfen. Ist ja auch schön in den Mortal, beziehungsweise triggert das Shield. Geht er einfach. Da wird es einfach. Linge tanken den ganzen Damage, die Roaches machen zwischendurch mal einen Schuss. Das Supply bleibt, wo es ist. Oben sind auch nochmal, ja, die Corruptor fliegen oben so ein bisschen wild rum, werden wahrscheinlich irgendwie auf den Nexus jetzt gleich drauf spucken. Und die Roaches machen hier die Stalker einen nach dem anderen auseinander. Nexus ist weg. Es wirkt irgendwie gar nicht so, als ob Saga schon Supply hat, finde ich. Ja, Roaches sind halt, ne? Alles hinterherkommen. Also, die Corruptor sind halt viel Supply. Aber ja, nehmen jetzt den Nexus raus. Die Roaches sind ja auch jetzt nicht die, ja, sag ich mal, im Supply Damage oder wie auch immer, Dinge, die ja nicht so die geilsten, ne? Ja, also nicht gerade Supply effizient. Stimmt. Na, und Nexus down. Tritt es gleich auch weg, solange er weiter durchdrückt. Ja. Ist das Game hier gleich vorbei. Mit der Adrenal und plus 3 ist das Game gleich vorbei. Ja, ist das Game vorbei. GG. GG, 2 zu 0.